Okay, stimmt. Jetzt also, wenn wir gerade mal hier so die Brücke schlagen wollen zum Berufseinstieg. Wie sehen denn so die Jobchancen aus? Also was kann man alles mit einem Psychologieabschluss machen? Es sind sehr verschiedene Bereiche, was ich so toll finde. Mhm. Wie zum Beispiel auch Wirtschaft, Forschung, es gibt auch Verkehrspsychologie, Beratung, Unternehmen. Man kann sich auch selbstständig machen als Freiberufler, das ein Studium erlaubt ist. Also da könntest du jetzt vielleicht so ein bisschen was zu deinem Projekt sagen. Ja. Gerne, also ich habe mich auch selbstständig gemacht in Richtung Gesundheitsmanagement. Wir sind Mindful Life und wir bieten wissenschaftliche basierte Achtsamkeit und wir bieten Meditation für Unternehmen. Ist eine unserer Zielgruppen, genau, aber auch für Privatpersonen. Genau, also wenn ihr euch darüber informieren wollt, findet ihr in der Beschreibung einen Link. Findest du, dass viele von deinen Kommilitonen so in diese Richtung gehen? Weil ich meine, heutzutage boomt es ja immer mehr mit so irgendwelchen Meditations-Apps und so weiter oder Live-Coaching. Gibt es da viele Psychologiestudenten, die in diese Richtung gehen? Oder? Kenne ich nicht. Nee, kennst du nicht? Okay, also es ist nicht so verbreitet quasi, dass das jeder zweite Psychologiestudent quasi seinen eigenen... Nee, leider nicht. Ich glaube, dann viele von meinen Freunden wollen gerne die Therapieausbildung machen und einfach... Das ist auch Form von Selbstständigkeit, deren eigene Praxis haben. Okay, also wo man dann so auf der Couch sitzt und der andere, und man ihn anschaut. Ja, genau. Man kann auch aber für ein Unternehmen auch Workshops geben und man kann auch Coachings geben, das geht ja auch. Mit dieser ganz klassische Psychologe, von dem ich gerade angesprochen hatte, mit der Couch, kann man da dann direkt nach seinem Master in Psychologie so eine Praxis aufmachen oder muss man dann nochmal... eine weitere Ausbildung machen, sozusagen? Nach dem Master? Nach dem Master musst du auf jeden Fall die psychotherapeutische Ausbildung machen. Okay. Also genau für meine Quote, weil demnächst wird auch den neuen Master hinzugefügt. Und da weiß man noch nicht, also es ist wie noch eine Umbauphase und die wissen auch noch nicht, wie es genau aussieht. Aber für mich, nachdem ich nur Master Klinische Psychologie gemacht habe, muss ich auf jeden Fall eine Ausbildung in der Psychotherapie machen und kann auswählen zwischen Psychoanalyse, klinische Psychologie, also Verhaltenstherapie oder es gibt auch tiefenfundierende Psychotherapie. Es gibt verschiedene Richtungen. Kann man auf jeden Fall nicht erwarten, dass man nach dem Abi 3 Jahre studiert und dann seine eigene Praxis aufmacht. Das wäre zu kurz. Genau. Okay. Das ist dann die Therapieausbildung umfasst ein Praxis, aber auch Theorieteil. Okay. Und man muss auch natürlich noch Prüfungen ablegen. Genau.